Hey, hey Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf Shorts. Ich weiß, ihr liebt es, also wenn ich krank bin, lass mal schauen, was er damit meint. Bin Freunde. Yo, Freunde? Wo bist du? Lieg etwas erkältet im Bett, komm heute nicht. Oh nein, gute Besserung, werd schnell wieder gesund. Beste Freunde. Wo bleibst du? Bro, ich lieg ultra krank im Bett, ich kann heute nicht kommen. 31er, du Stichlasser und dich, Egoist, habe ich meinen besten Freund genannt. Hast du dich mal gefragt, was ich jetzt den ganzen Tag ohne dich in der Schule tun soll? Hä? Ich dachte, wir sind wie KitKat, uns gibt es nur im Doppelpack. Bin ich krank? Das stimmt halt wirklich. Ich weiß noch jedes Mal, wenn ich krank war oder irgendjemand aus meinen Freunden halt. Alter, das war's dann mit dem Tag. Wie ich euch bereits erzählt habe, wissen meine Eltern davon, dass ich TikTok mache und auch meine Geschwister, aber meine anderen Familienverwandten in Korea halt nicht. Und Leute, ich sage euch, das sollte auch wirklich so bleiben. Das Ding ist, wenn ich Videos vom Essen mache oder wenn wir gerade unterwegs sind, dann denken halt meine Verwandten, dass ich einfach Bilder für mich selbst oder für meine Freunde mache. Weil das habe ich früher, bevor ich mit TikTok angefangen habe, auch gemacht und ich zeige ja meine Verwandtschaft an sich selbst nicht. Der Grund, weshalb meine Verwandtschaft nichts von TikTok wissen sollte, ist einfach, dass TikTok in Korea nicht besonders angesehen wird. Sie würden mich dann einfach für super seltsam halten und denken, ich wäre irgendwie komplett von Leben abgekommen oder so, aber dazu kann ich auch nochmal ein Video machen. Wie ich euch bereits erzählt habe, Ein Teil meiner Familie denkt das immer noch. Die denken auch, das ist voll komisch, was ich mache. Aber die unterstützen mich natürlich. Aber ich kann es echt nachvollziehen, was sie sagt. So, das braucht man nicht mehr. Wenn deine Mutter immer die Schuld auf dich schiebt. Oh, man kennt es. Man kennt es. Nee, oder? Phil? Ja? Aber mal ganz schnell herkommen, aber zackig. Oh, ja, was ist denn? Fällt dir was auf? Nein. Ich glaube wirklich, wir müssen das mit deinem Handy mal ein bisschen einschränken. Der Kühlschrank steht offen. Du kriegst die einfachsten Sachen mittlerweile nicht mehr hin. Das war ich nicht. Ich war heute nicht mal im Kühlschrank. Das taut hier schon alles auf. Ich war das nicht. Ich war nicht mal im Kühlschrank. Du warst es nicht? Haben wir Einbrecher Man oder was? Kennt Wer es. Sollten sonst gewesen sein? Also ich war es ganz bestimmt nicht. Super, hier hinten bildet sich sogar schon Eis. Alter, man kennt es. Oh, los. Boah, das ist so satisfying. Ich habe, by the way, noch nie Wände gestrichen. Aber das ist gerade so satisfying. Wieso sieht das so gut aus? Ich habe jetzt voll Bock, Wände zu streichen. Oh, wie schön auch die Farbe ist. Oh mein Gott, ich wollte noch nie Wände streichen. Jetzt will... Was macht er jetzt? Was wird das jetzt? Nein. Streich da oben drüber. Sag mir nicht, er streicht oben. Nein. Wieso? Wieso, Digga? Das war so satisfying. Jetzt ist es nicht mehr... Wieso ist es jetzt orange? What the fuck is he doing? Oh, los. Wieso? Das Rot war so schön. Ich weiß nicht, welches ihr jetzt am besten fandet, das Rot oder Orange. Aber Digga, das sah so gut aus und dann hat er alles zerstört mit seinem Orange, Alter. Das ist, by the way, eure Lieblingsfarbe. Ey, schau mal, was ich gelernt habe. Zeig mal. Dein Kumpel kann alles besser. Den kann ja jeder. Aber kannst du auch das? What the... Fuck. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Wie ist... habt ihr das gesehen? Er ist über sein eigenes Bein gesprungen. What the fuck? Problem. Und hat ein... Digga. Ja, wenn du schon so anfängst, ja, das kannst du sicher das musst nicht. Das nicht sein. Schaut mal, was ich kann. Spide me. Boah, das hey. Würde ich auch gerne können. Wer von uns beiden halbiert besser? Also, die zwei Hälften müssen Boah, gleich ich kann viel eigentlich wiegen. Ganz gut halbieren. Das sind jetzt meine beiden Hälften. Ich glaube, ich könnte das voll gut. 15 Gramm? 15, okay. Die sind schon ein bisschen 14! 15! Meine beiden Hälften? Krass. Auch 15! Sie hat gewonnen. Punkt geht an mich. Wer von uns... Boah, ich glaube, ich könnte das voll gut. Und die sind irgendwie voll sympathisch, so voll niedlich irgendwie. Oh, Schokolade. Ach so, ja, man muss so brechen, nicht in die andere Richtung. Das ist ja extra so gemacht, damit man diese Schokolade so bricht. Also zum anderen Stückchen hin. Das wusste ich damals auch nicht, aber das macht voll Sinn eigentlich, ne? Das Gefährlichste, was man im Weltall machen kann, ist weinen. Auf der Erde weinen wir ja ständig. Wieso? Entweder weil wir traurig sind oder weil wir glücklich sind.
Aber im Weltall zu weinen kann sogar lebensgefährlich sein. Tränen laufen auf der Erde an unserem Gesicht runter. Aber stellt euch mal vor, ihr seid in einem Raumanzug in der Schwerelosigkeit des Weltalls. Viele von euch haben schon Wasser in der Schwerelosigkeit gesehen. Sie schweben als runde Kugeln durch die Gegend. Mhm. Aber Tränen verhalten sich im Weltall anders. Die Tränenflüssigkeit bleibt aufgrund der Oberflächenspannung einfach in euren Augen kleben. Wenn ihr also zum Beispiel im Außenbereich der internationalen Raumstation seid und irgendwas reparieren müsst und euch kommen die Tränen, könnt ihr nicht mehr navigieren oder arbeiten. Also denkt dran, wenn ihr im Weltall seid, fangt nicht an zu weinen. Das Gefährt. Daran habe ich noch nie gedacht. Auf jeden Fall gut zu wissen, falls ich mal im Weltall bin. Ein Tampon. Das geht nicht. Können wir dir helfen? Ich warte. Bist du nicht ein bisschen früh? Ich wurde zur Sicherheit einfach schon mal früher losgeschickt. Ah, okay. Oh Leute, was geht? Ja gut, ne, dann trifft euch ja. Was geht? Viel Spaß euch beiden. Eine Ewigkeit später. Freude ganz kurz. Ha? Ihr erinnert euch an meinen Kollegen vor so anderthalb Tagen? Wann kriege ich denn neuen? Was meinst du mit einem neuen? Meine, mir geht's gar nicht gut. Ich bin kein Experte, aber das... Kann mir jemand helfen? Sieht nicht gesund aus. Es riecht auch nicht gesund. Gott, ich habe mich ja total vergessen. Das dürfte mir nie jemand erzählen. Das zu vergessen? Ist schon ein bisschen, also passt auf, dass ihr das nicht vergesst. Ich glaube, da kann man sich sogar vergiften. Wenn dein Crush auf deinem besten Freund steht. Ja, let's go. Soll ich jetzt ehrlich hingehen und fragen? Ja, Bro, frag sie einfach, ob sie mit auf die Party will. Okay, ich mach's. Ey, sorry. Kennst du mich? Ich bin in deiner Paraklasse. Ja, ich hab dich schon mal gesehen. Ich wollte fragen, ob du vielleicht Lust hast, mit mir heute auf die Party zu gehen. Kommt dein Freund auch mit? Meinst du Finne? Ja, ich finde den mega hübsch. Ja, böse. Also ich glaube, er ist auch auf der Party. Oh, nice. Schreib mir dann einfach, wann ihr da hingeht und sag deinem Freund liebe Grüße. Und? Kommt sie mit? Ja. Nice, Mann. Du bist so ein Playboy, Digga. Geil. Das ist so traurig, Alter. Stell dich vor, das passiert euch. Ihr steht einfach auf eine Person, geht hin und dann steht ihr auf euren besten Freund. Was hättet ihr dann gemacht? Hättet ihr das eurem Freund erzählt oder nicht? Schwierige Frage. Philosophiert mal ein bisschen. Think about it. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte. Das ist voll, wenn du es deinem Freund erzählst, bist du ja ehrlich und sagst, yo, die steht eigentlich auf dich und gönnst es ihm. Vielleicht wird was aus denen. Aber dann sind ja deine Gefühle verletzt. Denn das ist ja dein Crush. Was ein Scheiß. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Was hättet ihr gemacht? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wart ihr schon mal in so einer Situation? Würde mich auch interessieren. Ich glaube, ich war nie in so einer Situation. Nee, war ich nicht. Nee. Mama. Was zum Geier ist das? Das ist zum Entsaften. So heißt das also. Aber doch nicht in der Küche. Hä? Wo denn sonst? Verkauf mich gar nicht für blöd. Ich hab da mal so Filmchen gesehen. Ah, du meinst die Essfilmchen von Malte? Malte, wusste ich's doch. Da ist ein Mann im Spiel. Ja, Mama, wenn du willst, wir können es gleich mal ausprobieren. Du steckst es ganz vorsichtig hier rein. Oh. Oben kommt auch noch eine Stange rein. Und so kommt durch die Drehbewegung Saft raus. Das war zu zweideutig, dass es eindeutig zweideutig war. Aber meine Mom, ne? In meinem Video, Lina allein zu Hause, da gab es ja auch einen Stabmixer. Danach stand das Teil wirklich in der Küche, das ist jetzt gerade in Real Life passiert, so eine Zitronenpresse, ne? Rosa angemalt halt. Und meine Mom dachte tatsächlich, dass es ein Dildo ist. Richtig unangenehm, Alter. Aber ja, Mamas sind so. So, wo drückt ich der Schuh? Mama, mein Mein Anzug voll und das ist ein kleiner roter Punkt. Denken Sie, das ist was Schlimmes? So, dann schauen wir mal. Nein, also es ist wirklich nur ein kleiner Pickel, also zu 100% alles gut. Ach Mensch, Marvin, so viel Wind um nichts. Ich hab dir doch gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, das stimmt, du hattest recht. Aber ich frag noch jemanden, nur um sicher zu gehen. Wen? Nein! Hey, Google. Ja? Ah, da bist du ja. Ich wollte fragen, was mit meiner Hand... Ich hab doch die ganze Zeit mitgehört. Ja, mach dir keinen Kopf. Du wirst nur bald sterben. Was? Alle haben gesagt, du bist nur ein harmloser Pickel. Du hast noch 48 Minuten. Wie, noch 48 Minuten? Ich will noch so viel machen. 10, 9, 8. Nein. Es tut mir leid. Ich glaube, Leute, wirklich, Nummer 1 Tipp. Wenn ihr etwas habt, ne, googelt es niemals. Es kommt nur sowas wie Krebs. Irgendwas richtig Schlimmes, ne? Ich hatte so rote Flecken. Ich wusste nicht, was das ist. Das hat so übel gejuckt. Und ich habe da so viel Scheiße gefunden. Und dann bin ich einfach zum Arzt gegangen. Und sie meinte, jo, das ist nichts Schlimmes. Das sieht aus wie eine Allergie. Auf jeden Fall würde ich sagen, damit beenden wir dieses Video. Schreibt unten in die Kommentare, worauf ich mal reagieren soll. Worauf ihr richtig Bock habt. Und ich werde das beachten. Und sonst, bye bye.